Okay, ja, ich habe für Holland getippt, weil sie einfach super spielen. Hatte ich immer eine Sympathie für Holland fußballmäßig und ja, ich hoffe, dass die auch diesmal auch richtig den Pokal bekommen. Ja, ich finde Frankreich ein klasse Land. Die Mannschaft spielt gar nicht so schlecht und ich bin der Einzige, der für Frankreich gestimmt hat. Wenn Frankreich also gewinnt, dann kriege ich das T-Shirt ganz sicher. Ich habe für Italien gestimmt, weil die so schöne Trikots haben. Und da es ja das Weltmeisterschaft zu gewinnen gibt, dachte ich, das ist die beste Wahl. Frankreich habe ich auch erst überlegt, aber da hat schon jemand für gestimmt und deswegen habe ich dann Italien gewählt. Ja, für Brasilien habe ich getippt, weil ich dachte, ja, Brasilien spielt in der Brasilien Fußball-Weltmeisterschaft. Und vielleicht gewinnt es dann auch. Also, ich habe von Fußball keine Ahnung, insofern. Ne? Reines Bauchgefühl. Ja, wie dieses Jahr der Portugal spielt in Brasilien, die spricht Portugiesisch auch. Ja, wir sind wie Bruderländer. Es wäre toll, die Finale, eine Brasilien gegen Portugal. Ich habe für Argentinien gestimmt, weil ich davon ausgehe, dass sie dieses Jahr die beste Mannschaft haben und deshalb Weltmeister werden. Ich habe für Belgien gestimmt, weil es ein Geheimfavorit ist und es gibt einfach die besten Pommes und das Bier ist auch ganz toll. Also ich habe getippt, dass Spanien Weltmeister wird, weil ich der Meinung bin, dass Spanien nach wie vor eine hervorragende Mannschaft hat und schon in der Vergangenheit sehr erfolgreich war und jetzt noch einmal es beweisen wird, dass sie an der Spitze der Welt steht im Fußball. Ja, warum habe ich für Deutschland getippt? Weil ich einfach glaube, es ist Zeit, dass Deutschland mal wieder Weltmeister wird, weil mein Herz für Deutschland schlägt, logischerweise, und weil wir einfach jetzt oftmals ein bisschen Pech hatten in Turnieren und ja, ich hoffe, diesmal haben wir ein bisschen mehr Glück und dann könnte Deutschland Weltmeister sein, dann habe ich doppelt Grund zur Freude. Ja, ich habe für Deutschland getippt, weil ich denke, dass Deutschland in diesem Jahr eine sehr, sehr starke Mannschaft hat und weil wir einfach reif für den Titel sind und super Fans haben in diesem Jahr, die Mannschaft wieder voll unterstützen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Deutschland in diesem Jahr sich im Finale gegen Brasilien durchsetzen wird und Weltmeister wird. Die Stimmenverteilung bei Exigo für den Tipp des Weltmeisters sieht folgendermaßen aus. 17 Kollegen haben sich für Deutschland entschieden. Dann sind unsere Nachbarländer, die Niederlande und Belgien, jeweils mit 7 Stimmen vertreten. 5 Stimmen gingen jeweils an Spanien, Brasilien und Argentinien. 3 Stimmen bekamen Portugal, 2 Frankreich. Je eine Stimme bekamen Uruguay, Mexiko, die Elfenbeinküste, Schweiz, Italien und England. Wir lassen uns überraschen.